Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream, und zwar mit Mass Effect. Und ich glaube, ich muss mal den Mass Effect mal ein bisschen leiser machen. Ich würde mal sagen, so. Okay, ja, es ist nicht ganz der Anfang. Wir haben ja schon den Sender gefunden, beziehungsweise wurde er zerstört. Wir sind in die Zitadelle rein, hatten die Anhörung und haben jetzt Garrus getroffen. Und an dem Punkt spielen wir auch gerade weiter. Für YouTube dürfte das die Episode 3 werden. Fortsetzen. Ah, ich freue mich wie ein kleines Kind jetzt auf das Spiel. Okay, da sind wir auch wieder zusammen. Und das erste Mal würde ich mal die Teamstats anschauen. Im Squad bei ihm. Da soll man automatisch einen Aufstieg machen. Und ich würde mal schauen, was wir ausrüstungstechnisch bei ihm machen könnten. Achso, wir haben ja alles verkauft. Ja, dann hat sich das eh schon wieder erledigt. Aber ich schau mal ins Tagebuch. Normale Aufträge haben wir alle. Citadel. Wir sollten ja mit Rex sprechen. Der koreanische Kopfgeldjäger. Auf der C-Sicherheitsakademie befragt. Und eben Sachen Schuld beweisen. Fist ausschalten. Haben wir ja im Club ja schon gesehen. Dass er ja oben in seinem Zimmer hat. Den Gangsterbot der meisten Chaos nestet unter Bezirken herumtreibt. Trifft sich mit den Qualien und Beweis für Sachen zusammen, mit dem geht hat. Ich würde sagen, wir gehen mal erste Sache mit Rex an. Das heißt C-Sicherheitssacken mit die. Gehen wir da mal hin. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Garantiert wieder entsprechenden Punkt haben. Ich würde mal sagen Bezirke. Nee, doch nicht. Präsidium. Gemächter Konsorte für Finanz. Ist das unter Botschaften? Ja, moin. Vielen lieben Dank für den Follow. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das hier ist. Nee, das sieht nicht so aus. Avina. Das ist alles Avina. Zitadellturm, Haupt. Doch, C-Sicherheit. Muss man da rein? Ich schaue jetzt nochmal nach. Tagebuch. Gerade in der C-Sicherheitsakademie. Na, dann ist das falsch. Okay, dann schauen wir mal. Presidium, Zitadellturm, Finanzdistrikt, Gemächer der Konsortin. Ich probier's mal beim Turm. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Ne, das ist ganz falsch. Okay, wo ist denn die Akademie? Das kann es doch gar nicht sein, Gemächer der Konsortin, Finanzdistrikt. Mann, Entschuldigung. Trockener Hals. Ja, das ist genau das, wo wir vorher gewesen sind. Ansonsten machen wir doch erstmal Fist. Und der ist. Ich war ein Beweis für Sarans. In Koras Nest in den unteren Bezirken. Ja, machen wir das zuerst. Da weiß ich wenigstens wie hin. Bezirke. Koras Nest. Aber ein bisschen nach Stress. Oh oh. Sieht geschlossen aus. Fist weiß, dass wir kommen. Oh Scheiße, jetzt gibt's Stress. Ah!
Ja, so viel zum Sicherheitspersonal. Okay, hier machen wir mal das hier. Oh shit, da sind ja noch welche. Okay, ich brauche ein Medikit, sonst wird es hier nichts. Ah, bevor wir dort reingehen, schauen wir mal, ob wir hier irgendeine Kiste aufmachen können. Aber das sieht nicht so aus. Okay, ja, dann gehen wir rein zu Fist und sagen mal hallo. Unfähiges Sicherheitspersonal. Ja, aber schon. Es muss ja jemanden auffallen hier. Was machst du hier? Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Ja, das wäre das. Aber hier gibt's was zu looten. Ach nee, das ist wieder sowas. Naja, easy going. Schrotflinte und Präzisionsgewehr. Okay. Warum muss ich das selber machen? Zeit zu sterben. Oh, was heißt denn hier? Eine Granate wäre jetzt hier nicht schlecht. Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Ich mach Badass. Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er lügt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Fist ist. Ich gehe mal auf das. Schießen Sie los, bevor ich die Geduld verliere. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Unmöglich. Der Shadow Broker arbeitet nur über Agenten. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Ja, macht Sinn, aber ich brauche erstmal Infos. Nennen Sie den Ort, sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Ja. Hier sind zu viele Leute gestorben, Fist. Sie können nicht abhauen. Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Okay, das ist ein bisschen ungewohnt, wirklich hier auf Badass zu spielen. Aber okay. Holen wir uns hier mal alles. Heile Überbrückung. Sehr gut. Gibt's hier sonst noch... Ah, da hat's... Achso, na, das wäre doch Megaros sprechen. Hier geht's nicht weiter. Ja, natürlich sind jetzt hier wieder Gegner. War ja klar. Na, komm raus. Wir machen das jetzt anders. Ich werde jetzt mal doch versuchen, hier wieder zu snipern. Na, komm her. Geht doch. Ich brauche ein Ziel. Ich habe Sichtkontakt. Ja, so geht es ein bisschen schneller. Nur da um die Ecke ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Komm raus.
Ja, so viel zur KI. Ich brauche ein Ziel. Haft's mal nach davor. Vielleicht kommt er dann raus. Ich meine, nicht einmal. Ja, nee. Okay. Das wäre das. Ihr kommt alle wieder mit. Warte mal, wo genau müssen wir jetzt hin? Tagebuch. Wunschreporterin, OST. Dann könnt ihr Interesse an OST-Informationen und fissilige Aktivitäten haben. Sie wird in einer guten Story. Ja, okay. Missionen. Eine Falle gestellt, sie müssen in die Gasse, bevor sie ihnen getötet wird. Sehe ich das auf der Karte? Unter die Märkte, das heißt rechts, zweimal rechts und dann hier rein. Okay. Ja, wird schon schief gehen. Andere Waffe gern. Zu den unteren Märkten. Ja, super, hier komme ich gar nicht rein. Willst du unbedingt durch die oberen Märkte durch die Besiedlung vorbei? Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Zu den oberen Bezirken, zu den oberen Märkten. Bin ich jetzt doof? Wer denn den. Kann ja eine Falle gestellt, sie müssen in die Gasse, bevor sich. Ja, aber wo? Das kann es doch nicht sein. Ich muss hier zu den unteren Märkten, Marinas. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Tür sprengen. Ja, wenn es denn könnte. Zu den oberen Märkten, zu den oberen Märkten. Sonst gehen wir mal da zu den oberen Märkten. Wenn wir hier nicht rein können. Ich probiere es jetzt einfach mal. Auf. Ah, ist doch richtig. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Das da. Ich habe sie in Sicht. Schilde sind. Einmal so bitte. Ah, jetzt komm. Ach, Mann. Okay, dann wird das erledigt. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Machen Sie sich wegen Fist keine Sorgen. Er hat bekommen, was er verdient hat. Dann bin ich Ihnen wohl zu zweifachem Dank verpflichtet. Wer sind Sie? Ja. Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Ja. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geht in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss. Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben.
Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Aber was ist die Röhre? Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment. Oh, vielen lieben Dank für den Sub. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Ist das eine neue Form außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Ich würde mal sagen, sie hat recht. So als Bauchgefühl. Mal schauen. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh. Das wird dem Rat gefallen. Ja, die Frage ist, ob sie jetzt diesmal glauben, weil das erste Mal, als wir dann von Saren berichtet haben und Saren ja mit dabei war, haben sie uns ja nicht geglaubt. Aber ja, sagen wir es mal doch. Aber es klingt jetzt schon ein bisschen haarsträubend. Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr, der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ja, warum nicht? Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Okay, nachdem wir jetzt im Turm rein müssen, würde ich sagen, geht Garus mit und sie, weil sie ja die Beweise hier gehabt. Und ich denke, das passt erstmal so. Das kann man da annehmen. Okay, dann würde ich jetzt aber doch nochmal das mit Rex. Ich glaube, mein Name ist Uno Rex. Könnt ihr ihm bei der Suche helfen? Und er war bei der C-Sicherheitsakademie. Und C. Hauptquartier C-Sicherheit. Was sind wir jetzt? Wir gehen jetzt mal da ins Hauptquartier. Aber ich frage mich, was die ganze Zeit machen, wenn die bei den ganzen Geballeren nicht dabei gewesen sind. Das muss man ja hören. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Eigentlich nicht, aber ja gut, was soll's. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Was brauchen Sie? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime.
Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Warum soll ich... Also ich will ja ein bisschen auf Badass spielen, also warum sollte mich das interessieren? Ich kümmere mich um die Lebenden, nicht die Toten. Ich habe keine Zeit dafür. Ich verstehe. Sie haben viele wichtige Aufgaben. Aber wenn Sie etwas Zeit überhaben, Mr. Bosker ist verantwortlich für mein Anliegen. Er ist in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Ah, na gut. Also, schauen wir uns das dann später mal an, aber zuerst hier die Akademie. Das ist ja hier rein. Also ich hoffe, das ist hier. Zumindest ein Ausrufezeichen. Ich glaube, wir sprechen mit ihm mal. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ein Mann namens Samesh Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Dann führen Sie Teststudien durch, um mehr über die Gate-Waffen zu erfahren. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Gate bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Ja, ich denke, es ist fair, dass er das irgendwie erfährt. Ich werde es Samesh sagen. Und wenn Sie nächstes Mal eine tote Soldatin aufschneiden wollen, unterrichten Sie besser Ihren Mann. Genau diese Reaktion wollten wir vermeiden, Commander. Aber wenn Sie glauben, dass es hilft, dann sagen Sie Mr. Bhatia die Wahrheit. Vielleicht wird er uns verstehen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. ja, ich suche eigentlich jemanden. Und der ist aber nach wie vor nicht hier. Achso, das ist die... Ach da. Ich bin eins zu weit gegangen. Dann war es doch nur das kleine Ding da. Na, quatsch mal mit ihm mal. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig, immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Also es ist hier auch nicht. Oh, wo könnte es denn sonst noch sein? Zu Bezirkszugang, Citadel Rapid Transport, Citadel Turm. Emporium. Ich glaube, ich war ja der Händler. Ja, genau, grün. Das ist die Konsortin. Ich verstehe es nicht. Okay, die eine Nebenaufgabe. Wo ist denn die Reporterin? Könnte. Wo ist die ausliefern? Kennst du, warum Bosker den Leichnam nicht freigeben? Dann werden sie die Fähigkeit schmeicheln oder einschüchtern und ersetzen müssen. Ja, okay. Mach ich nicht. Gut, dann werden wir halt noch ein bisschen suchen, aber zuerst sagen wir ihm mal die Wahrheit. Ich gehe mal davon aus, der wird nicht sehr gut drauf reagieren. Also würde ich auch nicht. Ah, wir könnten eigentlich Sie doch mal fragen, die AI. Vielleicht weiß es ja. Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Bosker? Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Es ist nicht so einfach wie gehofft. Das Militär braucht den Leichnam ihrer Frau für wichtige Tests. Tests?
Sie benutzen den Leichnam meiner Frau für Tests? Meine Frau hat der Allianz treu gedient und ihr Leben für die Menschheit geopfert. Und das ist jetzt der Dank dafür. Ich werde mich nicht mit dem Militär anlegen, Mr. Bhatia. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nirali sagte immer, dass die Militärs zusammenhalten. Warum sollte das jetzt anders sein? Ich wusste immer, dass meine Frau einmal ihr Leben dem Militär opfern würde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das auch für ihren Leichnam gilt. Ja, siehst du mal so. Es ist ja gar nicht so schlecht, wenn es uns dann alle hilft. So, jetzt quatsch mal mit dir mal. Willkommen vielleicht kannst du es uns sagen. Tourismus Terminal 1. Hier finden Sie viele Sehenswürdigkeiten wie die Zitadellbotschaften und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadellturm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Zitadell, okay, na, das ist nicht das, was auf ich Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Zitadell Finanzsystem Gemächter. Nee. Ich gehe mal zum Finanzdistrikt, da war ich noch gar nicht. Moin Sinn. Dann schauen wir mal, was wir hier sollen. Die Bank, Gemächter, das kommt. Ach, das da unten ist dafür. Ach so. Ja, das hat jetzt ja mal gar nichts gebracht. Sind wir eigentlich nur auf die andere Seite gekommen. Also sorry, dass ich da ein bisschen hin und her reise. Klinik. Wo ist denn die nochmal gewesen? Obere Märkte, Gasse, medizinische. Ah, aber da haben wir die eine Nebenmission ins Fuchs. Und da ist die Akademie. Oh yes, doch richtig, Gott sei Dank. So, dann machen wir erstmal die Nebenmission. Oh, wie riesig das hier ist. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich das habe sogar ich. Den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Sie hat die ganze Tour... Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Ja? Mein Name ist Emily Wong. Ich untersuche als Journalistin die Korruptionsvorgänge auf der Zitadell. Sie haben vor kurzem einen Mann namens Fist ausgeschaltet. Er war Mitglied eines Verbrechersyndikats. Haben Sie vielleicht in seinem Büro Beweismittel gefunden? Irgendetwas, was Sie mir erzählen könnten? Ist's? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fists Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Ist aber bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ihr ist aber schon klar, dass sie damit jetzt in Lebensgefahr ist, oder? Gerade wenn es dann heiße Informationen sind. Okay, jetzt gehen wir runter zur Akademie. Jetzt habe ich sie ja endlich mal gefunden. Und ich gehe mal davon aus, hier müssen wir rein. Jetzt mir schon vorstellen, auf so einem Raumschiff zu wohnen. Also, hier. Haben Sie es je bereut, die Zitadellsicherheit verlassen zu haben, um Saren zu verfolgen, Garrus? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Ich freue mich, dass die bevorstehende Vernichtung allen organischen Lebens ihre Karrierechancen verbessert hat. Okay. Ja. Da ist er ja. Sie? Mensch! Sind Sie Shepard? Das bin ich, Commander Shepard. Ich heiße Rex. Utnott Rex. Der Shadow Broker hat mir viel Geld gezahlt, um Fist loszuwerden. Nur,
Sie waren schneller. Da habe ich den Job wohl für Sie erledigt. Wenn ich für einen Job bezahlt werde, bringe ich ihn zu Ende. Allein. Mir gefällt nicht, wo das hier hinführt. Aber ich habe diesen Job nicht beendet, Shepard. Das waren Sie. Also gehört das Geld Ihnen. Jetzt. Kopfgeldjäger bezahlen Leute nicht, die Ihnen die Aufträge wegnehmen. Ich werde mich nicht mit den Lorbeeren eines anderen schmücken. Ich habe die Bezahlung auf Ihre Konten überwiesen. Ich fand's gut, wie Sie mit Fist umgegangen sind. Jetzt höre ich, dass Sie hinter Saren her sind. Ich dachte, ich sollte vielleicht mitkommen. Sus? Ganz dezent? Ja, warum? Sie sind ein Kopfgeldjäger. Was versprechen Sie sich davon, Saren zu verfolgen? Mir geht's nicht um Geld. Ich will da sein, wo was los ist. Ich kann den Sturm schon fühlen. Und Sie und Saren sind mittendrin. Warum gerade ich? Saren hat schon eine Menge Kroganer, die für ihn arbeiten. Das sind keine Kroganer. Das sind Bedienstete. Sie liegen Saren zu Füßen und lecken ihm die Stiefel, tauschen ihre Freiheit für Reichtums- und Macht. Mein Volk war einst eine stolze Spezies. Ein paar von uns können sich daran noch erinnern. Ich werde mich nicht wie die anderen vor Saren verneigen. Ja, okay. Wir nehmen Sie mit, Rex. Gute Entscheidung, Shepard. Ja, ich bleibe aber trotzdem mal bei den beiden. Fürs Erste. Okay, dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Dann schauen wir mal schnell ins Tagebuch. Dann hätten wir jetzt eigentlich nur noch das mit der Schuld beweisen. Und hier nichts mehr. Okay, dann müssen wir also zum Turm. Dann Squad, Shepard. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Panzerung. Und Elektronik. Und Dämpfung. Nochmal zwei Punkte. Okay, Gardos machen wir da automatisch. Und bei IOR 14, ja klar, weil sie ja gerade angefangen hat. Okay. Ah ja, Ausrüstung haben wir ja auch noch ein bisschen was. Nehmen. Wir haben eine neue, die wäre auch besser. Die werden wir mal. Müssen wir auf das neue Ziel übertragen? Oh ja, bitte sehr gerne. Da haben wir nichts Neues. Präzisionsgewehr ist das gleiche. Und hier auch nichts von den Rüstungen her. 70 Schild. Nö, das lassen wir erstmal so. Okay. Dann ab zum Turm. Ich glaube, wir müssen hier. Ah, da. Können wir gerade das hier nutzen. Und dann bin ich mal gespannt, was der Rat sagen wird. War das jetzt bei Bezirk oder Präsidium? Okay. War oben. In den Turm. Obwohl ich es halt mal durchgespielt habe, kann ich mich kaum an Sachen noch erinnern. Ich glaube, jetzt hier mache ich mal ein Foto. Das sieht gerade geil aus. Gibt ja neu diesen Fotomodus hier. So. Gut, habe ich dann ein Thumbnail-Foto. Hoch geht's zur Anhörung. Aber ich verspreche mir nicht sehr viel. Ah, da ist er ja. Na los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen.
Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Ich bin so, na, falsch. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Das ist ziemlich kaltherzig. Aber ja, ich kann das Argument halt schon verstehen. Ja, machen wir es halt selber. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Doch, ich sage, ich bin bereit. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr.
Wir schicken sie in die Traverse, wo sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Saren nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Coole Sache, jetzt sind wir Spectre. Okay, dann gehen wir mal gerade wieder in die Akademie, wo wir vorher gerade schon gewesen sind. Nein, das wollte ich nicht. Ich drücke halt immer auf Shift, weil ich sprinten will. Und dann schauen wir mal, was wir da Schönes kriegen. Wir sollten ja jetzt entsprechend ja einen Punkt haben. Oder auch nicht, dann machen wir es halt über die Klinik wieder. Dann glaube ich, wird es stressig werden, sobald wir hier weggehen. Also Saren würde uns noch richtig gut einheizen. Erstmal die Goodies abholen. Jetzt bist du ein voll wichtiges Mensch. Naja, es geht. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Ja, wenn ihr wüsstet, es wird ja noch richtig abgehen. Das war alles nur der Anfang. Okay, wo ist jetzt der Dude? Ist es der Händler da hinten? Kurz auf die Map gucken. Zum Präsidium, zur Andockbucht, zu den unteren Bezirken, Ausrüstungsbüro. Okay, das ist also der Punkt da hinten. Wäre es ja, wenn ich für die Sachen da noch zahlen müsste. Winston! Ja dann. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Ja. Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten. Spectre? Mhm. Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ja, das war ja klar. Müssen wir die wieder kaufen. Das ist aber alles nicht in meiner Preisklasse. Ja, nee, das Granaten-Upgrade. Nö, ich kaufe erstmal nichts. Ich brauche hier mehr Money. Aber es ist ja sicher kein Requirement, dass ich mir jetzt hier was kaufe, oder? Mit dem Botschafter. Der Botschafter wird Ihnen ein Schiff und eine Crew stellen. Treffen Sie mit in der Andockbucht. Gut, dann gehen wir mal zur Andockbucht. Die war ja da oben.
Aber ja, wir müssen nur sehr, sehr viel mehr Credits hier verdienen. Oder entsprechend die Sachen finden. Hier müssen wir rein. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Da ist sie ja, unser Baby. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Okay. Ja, noch mehr. Infos wären noch ganz gut. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Ich würde es... Ja, macht es Sinn, bei ihr anzufangen? Und hey, Rui, ich mach nicht immer alles kaputt. Vertrau mir auch mal. ja, wo fangen wir denn an? Pharos, bei ihr? Ich würde sagen, bei ihr. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Au, oh, das könnte noch speziell werden jetzt mit mir. was wollen Sie denn? Das könnte passieren. Das ist Ihr Job. Ja, ist sein Job. Ich kümmere mich um Saren. Sie sind für die politische Seite verantwortlich. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte, Shepard. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ja, diesmal, oder? Jetzt müssen wir hier noch einrosten. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Okay. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Saren ist irgendwo da draußen. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Auf meine Art. Und Ruhe, doch, er ist immer noch ein Mensch. Aber halt jetzt ein Spectre. Das ist ein ganz besonderer Posten. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Der Rat will die Situation ignorieren. Das ist natürlich keine Überraschung. Auch in der Vergangenheit haben sie uns nicht geholfen.
Warum also sollten Sie es jetzt tun? Aber wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Wir können die Sache auch selbst erledigen. Wohin auch immer Saren flieht, wir werden ihm folgen. Wo auch immer Saren nach der Röhre sucht, wir werden da sein. Wir werden ihn bis ans Ende der Galaxie jagen und zur Strecke bringen. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Abtrünnig plus zwei. Das war doch eine echt schöne Ansprache jetzt, oder? Gut, dann würde ich sagen, ab geht's. Wird bestimmt eine ruhige Fahrt werden. Neffernbuch. Okay, das hat mir jetzt nur ein Codex-Eintrag gegeben. Und wenn ich mich richtig entsinne, müssen wir hier rauf, um zu sagen, wo wir hinwollen. Oh shit. Müssen wir vielleicht doch noch erstmal was anderes machen? Ah na, mit Escape. Ausgrabungsstätte, da wollten wir ja hin. Nach Artemis. Knossos, Athens. Welcher Planet war das jetzt genau? Muss ich nochmal kurz nachgucken. Tagebuch. Hier. Kunden ziehen auf verschiedene Welten des Artemis-Tau-Clusters um näher zu. Ach so. Ich darf jetzt alle Planeten da absuchen. Welcher Teil ist das überhaupt? Der allererste. Artemis-Tau-Clusters. Gut, dann machen wir erstmal eine Suchmission. Hier wieder raus. Oh. Okay. Sparta, Knossos, Athens oder Marcedon. Welchen Planeten sollen wir als erstes probieren? Wäre so wie. Wäre für Sparta, das klingt gut. Asteroiden. Okay. Dann machen wir doch mal den. Los geht's. Schalilda, oder wenn man das ausspricht. Okay, bleiben wir es mal hier mal. Wen nehmen wir denn alles mit? Ich würde sagen, du kommst mit. Und du kommst mit. Erstmal. Ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Fragezeichen Anomalie. Festung Trümmer. Marco. Also das sind wir. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt straight zur Festung.
schon richtig hier. Ja, bitte weiter nach links durch. Kennst du Andromeda? Ja, dann ist ja umso besser, dass du jetzt hier mitguckst. Dann hast du ein bisschen die Vorgeschichte. Oben sind rote Sachen. Ich glaube, die Festung ist nicht freundlich. Das sind keine Freunde. Ja, ich glaube, wir sollten hier echt noch nicht sein. Was übersprungen. Steigen wir mal aus. Also wie kann ich denn überhaupt aussteigen? Nee. Ja, aussteigen. Ich möchte hier raus. Lass mich raus. Ah, so geht's. Ach, lass mal den mal. Ich will jetzt eigentlich mal hier reingehen, weil hier hat es ein Ausrufezeichen. Ich bin ja groß und stark, ich schaffe das schon. Ja. Hier hat es ganz viele rote Sachen. Das ist. Tagebuch. Erkunden Sie die unerforschten Welten des Artemis Tau Clusters um. Doch ist das eigentlich nur erkunden. Und die zwei werden schon mal fix. Ja gut. Dann gehen wir mal hier rein. Was sind hier noch? Kollegas, geht's mal hier nach vorne. Wow, 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 wow. Was war das jetzt? Okay, einer noch. Irgendwo da hinten. Da oben. Ich glaube, der ist oben. Okay, keine Ahnung, was ich hier tun soll. Also wir gehen jetzt einfach mal weiter. Aber ich glaube, Ziel, die wir suchen, ist nicht hier drin. Da machen wir manuell. Alles mitnehmen, was wir irgendwie finden. So Collect All war noch irgendwie schön. Und dann sparen wir uns das, dass wir uns das ganze Zeug hier kaufen. Aber war es das jetzt hier oder gibt es hier noch was? Jungs, ihr könnt ja mit mir mitkommen. Alter, lauft einfach auf mich zu. Aber warum war jetzt hier so ein Ausrufezeichen? Ja, wir haben die Schilde verloren. Nee, haben wir nicht. Also ich nicht.
Ja. Da nochmal alles mitnehmen. Gehärteter Spind. Hat hier also die Good Stuff. Fertigkeit zu gering. Ja, okay. Okay. Jetzt habe ich Beweise, die ich eigentlich gar nicht wollte. Aber ja, okay. Und da komme ich auch nicht rein. Schauen wir nochmal auf die Karte. Also jetzt komme ich ja hier wieder nicht raus. Okay. Dann schauen wir wieder raus. Ich würde jetzt aber eher zu einem anderen Planeten gehen, weil ich glaube, hier sind wir effektiv falsch. Oh, du hast noch ein Upgrade-Kit. Das nehmen wir natürlich mit. Nach wie vor ein Ausrufezeichen. Na, ist ja egal. Also, hier haben wir noch Trümmer. Und eine Anomalie. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zur Normandie. Zurück zur Normandie. Komme ich zurück? So, nochmal die. Ach, da, okay, mit F. Alles klar. Nicht gerade selbst erklärt. Also, was haben wir hier noch? Heraus. Hier ist was wir suchen. Dann schauen wir mal bei Pogolan. Erkunden. Was? Materialienschrift entdeckt. Beim Scannen des Planetenkorners haben wir ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das sogar bis zum uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufe eine Schrift der Materialien Dringer. Okay, also hier können wir gar nicht runter. Dann probieren wir mal den. Tun. Hier auch nicht. Irgendwie fehlen mir die Gespräche der Begleiter im Hintergrund. Also die hat's ja hier. Teilweise. Je nachdem, was du machst. Ja, in einem anderen System. Jetzt haben wir hier mal so die Planeten durchklicken. Salamis. Haben wir hier was Tolles? Nee. Auch nicht. Hier könnten wir runter. Nichts gefunden. Ich werde jetzt einfach mal alles so durchklicken. Das Früchte. Nee. Sonst hat es ja keinen. Okay, das wäre das hier gewesen. Dann Knossos. Die von der Allianz beansprucht wird. Okay. Das merke ich mir mal, dass hier was hat. Okay, auch nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch System Sparta.
nichts Tolles gefunden. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Haben wir jetzt vielleicht einen Treffer? Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Du und du. Los geht's. Okay, hier scheint es ganz schön abzugehen. Wo ist das Notsignal? Hier. Anomalie. Also eigentlich nur geradeaus. Müssen wir mal hin. Das ist gerade ein sehr freundlicher Planet hier. Das sieht wie so ein kleines Lager aus. Ist überhitzt. Ah, so ein Shit. Komm, komm. Wow, 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 scheiße. Ich will doch nur feuern. Holy shit. Ah, wir brauchen noch so Universal-Gel-Zeugs. Oh, bitte gib den Geist nicht auf. Okay, bald. Bisschen noch. Mann, 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 Mann. Schieß, schieß, schieß. Ah. Das wird jetzt gerade sehr, 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 sehr knapp. Nein, ein bisschen. Nein. Fuck, fuck, fuck. Oh, Gott sei Dank. Holy shit. Oh, fuck. Okay, unser Wagen ist im Arsch. Dann steigen wir hier mal aus. Ist bestimmt eine gute Idee. Nein, ich will nicht zur Normandie. Ich will hier aussteigen. Auf ebenem Gelände. Was ist das hier? Auf dem Weg. Nimm. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Das sind Admiral Kahokus Männer. Wir müssen ihm sagen, was hier passiert ist. Ja, sollen wir das jetzt hier kaputt machen?
Oder wie ist die Strategie? Wir haben ein Upgrade-Kit. Hast du vorhin gesagt, ich mache nicht alles kaputt? Das war ja nicht ich. Kann ja ich ja nichts dafür. Ich glaube, das Teil müssen wir... Oder? Scheint aber nichts zu bringen. Kann ich mit dir quatschen? Gehen Sie vor. Jawohl, Sir. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Anomalie, Trümmer. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zur Normandie. Das hat sich ja sehr gelohnt hier. Mit F. Zurück. Und dann probieren wir noch einen anderen Planeten. Okay, ich glaube, ich schaue mal jetzt ins Tagebuch rein. Was wir da vielleicht gekriegt haben. Tagebuch. Ja, nee, dann ist es vermutlich ein Codex drin. Außerirdischen Primär. Zitadelle, Menschen, Planeten und Orte, Technik, Waffenrüstung. Dreschlunde sind unterirdisch lebende Karnivoren. Eine virtuelle Intelligenz. Menschen, keine Herz. Wo kann ich denn das jetzt nachlesen? Da steht ja auch nichts weiter drin. Kunden Sie den unerforschten Welten des Artemis Tau Clusters, um Yara Zuni zu finden. Okay. Ich glaube, da muss ich mal kurz nachgucken. Aber bis dahin mache ich mal eine ganz kurze Pause. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Also, bis gleich.